Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Die Angst vor dem Terror, sie war nie weg seit 2015, als zwei terroristische Anschläge Frankreich erschütterten. Auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo und später im Jahr die Anschlagsserie rund um den Musikclub Bataclan. Nun treffen Frankreich wieder zwei Terrorakte, diesmal kurz hintereinander. Vor zwei Wochen der Mord an dem Lehrer Samuel Paty. Heute nun in Nizza, als ein mutmaßlich islamistischer Terrorist in einer Kirche zwei Frauen und einen Mann mit einem Messer brutal ermordet, weitere verletzt. Wieder Nizza, die Stadt an der Côte d'Azur, hatte 2016 schon den Terroranschlag an der Promenade des Anglais erleben müssen. Die aktuellen Hintergründe zur heutigen Tat fasst Friederike Hofmann zusammen. Großeinsatz in Nizza heute. Schon wieder Terror. Schon wieder hat es Frankreich getroffen. Dieses Mal in dieser Kirche. Ein düsterer Tag für das Land. Wieder einmal. Drei unserer Mitbürger sind hier in Nizza gestorben. In der Basilika Notre-Dame von Nizza. Und es ist ganz deutlich, es ist Frankreich, das attackiert worden ist. Ein 21 Jahre alter Mann ist am Morgen mit einem Messer in die Kirche eingedrungen. Verletzte mehrere Menschen. Ein Mann und eine Frau starben in der Kirche. Eine weitere Frau konnte sich schwer verletzt in ein Café flüchten und erlag dort ihren Verletzungen. Kurz darauf wurde der Attentäter von der Polizei gestellt und dabei schwer verletzt. Das erinnert uns schmerzhaft daran, wie stark die mörderische, islamistische Ideologie weiterhin ist, die uns in unseren Grundfreiheiten attackieren will. Es ist die dritte terroristische Attacke in den letzten zwei Monaten. Im September zwei Schwerverletzte vor dem früheren Redaktionsgebäude von Charlie Hebdo. Dann der brutale Mord am Lehrer Samuel Paty, weil er Mohammed-Karikaturen in einem Kurs über Meinungsfreiheit gezeigt hatte. Mehr als 260 Opfer islamistischer Anschläge gab es in Frankreich in den letzten Jahren. Das Land hat ein Problem mit Islamismus. Wir haben hier einige Organisationen, die unter dem Deckmantel humanitärer oder religiöser Aktivitäten radikale Propaganda betreiben. Die Stimmung ist insgesamt angespannt. Bei der Trauerfeier für den brutal ermordeten Lehrer hat Präsident Macron das Zeigen von Mohammed-Karikaturen verteidigt, die immer wieder für Kontroversen sorgen. Französische Grundfreiheiten hochgehalten. Wir werden nicht auf Karikaturen verzichten, auf Bilder, selbst wenn andere davor zurückschrecken. Daraufhin ein Sturm der Entrüstung in mehreren Ländern der muslimischen Welt. Ein türkischer Präsident, der mit seinen Äußerungen den Konflikt anfacht. Proteste, Boykottaufrufe von französischen Produkten. Ein Streit, der sich hochschaukelt. Die Redefreiheit, Pressefreiheit sind wichtige französische Werte, die verteidigt werden. Es ist offensichtlich, dass das nicht die Auffassung eines Großteils der Regierungen und eines Teils der Menschen im Mittleren Osten ist. In Frankreich gilt seit heute die höchste Terrorwarnstufe. Die Ermittlungen um das Attentat in der Basilika in Nizza gehen weiter. In ganz Frankreich wurde heute der Opfer gedacht. Darüber habe ich vor der Sendung mit Claire de Mesmé gesprochen. Sie ist Expertin für französische Innen- und Migrationspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Guten Abend, Frau de Mesmé. Guten Abend. Kaum zwei Wochen ist es her, dass der Lehrer Samuel Paty von einem Islamisten ermordet wurde. Jetzt schon wieder ein islamistischer Anschlag. Was macht das mit dem Land und mit den Menschen in Frankreich? Was es macht, ist vor allem Angst. Und das es ist vollkommen selbstverständlich. Es gibt Leute, die sterben, anonyme Menschen, ein Lehrer, Leute, Menschen in der Kirche. Und das ist genau das Ziel von Terrorismus, Terror zu verbreiten. Und dieses Ziel wurde inzwischen erreicht. Und es kommt auch hinzu, dass ein neuer Lockdown in Frankreich gerade angekündigt wurde vom Präsidenten. Und in Frankreich herrscht zurzeit eine erdrückende Stimmung. Und Terrorismus plus Pandemie, das ist sehr viel für die Menschen im Land. Und hinzu kommt eben, dass es immer schwieriger wird, dann bei solchen Vorfällen dann diese
diese Gräben auch zwischen den muslimischen und auch nicht-muslimischen Franzosen zu überbrücken. Wie tief geht das aus Ihrer Sicht? Es geht relativ tief. Es sind viele Spannungen in der Gesellschaft, also nicht nur zwischen muslimischen Bürgerinnen und Bürgern und nicht-muslimischen Bürgerinnen und Bürgern, sondern zwischen unterschiedlichen Gruppen. Das hat man auch zum Beispiel mit den Gelbwesten gesehen. Das ist ein Land, wo soziale Spannungen in den letzten Jahren zugenommen haben. Und jetzt mit dieser Terrorismuswelle habe ich die Befürchtung, dass diese Spannungen noch zuwachsen, also dass Islamophobie noch zunimmt, dass durch diese Islamophobie auch eine gewisse Abkoppelung von Muslimen stattfindet, auch mit einer Abgrenzung und mit einer Radikalisierung. Also meine Befürchtung ist, dass wir zurzeit oder dass Frankreich zurzeit einen Teufelskreis kennt. Und es ist sehr schwer, einen solchen Teufelskreis zu brechen. Wie könnte man ihn denn brechen? Natürlich muss man gegen Terrorismus handeln und das hat auch mit der Arbeit von Geheimdiensten zum Beispiel zu tun. Also eine gewisse Härte ist notwendig, aber da muss man auch gegen Diskriminierungen handeln und man muss auch in Banlieues arbeiten, wo eine Ghettoisierung in den letzten Jahren, Jahrzehnten stattgefunden hat, wo der Staat sich Schritt für Schritt zurückgezogen hat. Und das hat auch ermöglicht, dass Islamismus, also dass nicht der Islam, sondern dass der Islamismus da einen Platz findet. Also es gibt viele, viele Gründe für diese Situation. Das heißt auch, da muss man an vielen unterschiedlichen Stellen handeln. Und das Schlimmste wäre, dass das Misstrauen, das gegenseitige Misstrauen innerhalb der französischen Gesellschaft zunimmt. Weil da wäre es sehr schwierig, eben diese Lösungen einzusetzen. Fährt Präsident Macron denn angesichts dieser Situation den richtigen Kurs derzeit? Na, Präsident Macron versucht, Härte zu zeigen. Er versucht, die Bevölkerung zu beruhigen. Aber es kann nicht funktionieren, wenn weitere Anschläge passieren. Also da muss er versuchen, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Das heißt, er muss an alle mit allen Französinnen und Franzosen reden. Und das ist die Schwierigkeit, damit diese Kluft, die Sie auch beschreiben haben, damit diese Kluft nicht größer wird. Und das ist eine unglaublich schwere Aufgabe. Frau de Mesmes, vielen herzlichen Dank. Danke. Wo steht Frankreich nach den jüngsten Terrormorden? Dazu die Meinung von Ellen Eny, frühere ARD-Frankreich-Korrespondentin und heutige Chefredakteurin des Westdeutschen Rundfunks. Je suis Charlie. Was war das für eine weltweite Solidarität nach dem Terroranschlag im Januar 2015? Wer hat damals nicht die weiße Schrift auf schwarzem Grund verwendet für sein Social-Media-Profil? Fast 6 Jahre später gab es heute ein abscheuliches Verbrechen in Nizza. 2 Wochen zuvor wurde ein Lehrer enthauptet, der seinen Schülern die Meinungsfreiheit anhand von Mohammed-Karikaturen erklärt hatte. Genau diese Karikaturen hat Charlie Hebdo zum Beginn des Terrorprozesses nochmal gedruckt. Und jetzt höre ich Dinge wie, ja, aber war das wirklich nötig? War das nötig? Vielleicht nicht. War es legitim? Auf jeden Fall. Die Meinungsfreiheit gehört zu den Grundpfeilern unserer europäischen Demokratie. Und sie muss immer dann verteidigt werden, wenn sie besonders gefährdet ist. Auch der französische Präsident verteidigt Charlie Hebdo, wenn er die Meinungsfreiheit betont, die bis zur Blasphemie reichen darf, wenn er dem islamischen Separatismus den Kampf erklärt. Da höre ich jetzt Dinge wie, na, ist das nicht ein bisschen riskant? Ist es riskant? Bestimmt. Ist es legitim? Auf jeden Fall. Natürlich ist das alles auch eine Steilvorlage für den türkischen Präsidenten Erdogan. Er kann Macron beleidigen und Öl ins Feuer gießen, um von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken. Doch diesen durchschaubaren Krawall dürfen wir nicht einfach hinnehmen. Auch wenn wir durch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei in einer besonderen Abhängigkeit von Erdogan sind.
Wir müssen uns immer daran erinnern, die Grenze verläuft nicht zwischen Franzosen und Türken. Sie verläuft nicht zwischen Christen und Muslimen. Sie verläuft zwischen Demokraten und Nichtdemokraten, egal wo sie herkommen und was sie glauben. Und dafür sollten alle einstehen, die irgendwann mal bekannt haben, je suis Charlie. Die Meinung von El Nini. Während Präsident Macron sein Land nicht mehr nur durch die Corona-Krise führen muss, konnte die Bundeskanzlerin heute eigentlich ganz zufrieden in die Bundestagssitzung gehen. Sie hatte es gestern endlich geschafft, die Regierungschefs der Länder hinter sich zu versammeln, um gemeinsam und weitgehend einig den Teil-Lockdown zu beschließen. Doch dieser Beschluss sorgte wiederum in den Reihen derer für Unruhe, die doch eigentlich die Gesetze machen, die sich in der Pandemiebekämpfung übergangen sehen und immer lauter Mitsprache einfordern. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Bundestag. So musste Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung ein weiteres Mal Überzeugungsarbeit leisten und bekam einiges zu hören. Nadine Bader. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Ein Satz, den die Bundeskanzlerin heute gleich dreimal wiederholt. Aber weit kommt sie zunächst nicht. Zwischenrufe von der AfD. Der Bundestagspräsident schreitet ein. So ist das in unserer Grundgesetzordnung besprochen. Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich. Angela Merkel lässt sich nicht beirren. Sie betont, eine kritische Debatte sei wichtig. Aber Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus. Doch viele Abgeordnete sind unzufrieden. Sie wollen einbezogen werden bei den Entscheidungen über neue Corona-Maßnahmen. Die Kanzlerin muss um Verständnis werben. Deshalb wiederhole ich, die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, stattdessen warten würden, bis die Intensivstationen voll sind, dann wäre es zu spät. Die AfD überzeugt das nicht. Es folgen verbale Angriffe gegen die Pandemiepolitik insgesamt. Es handelt sich um eine Art Kriegspropaganda, wozu ja auch passt, dass wir neuerdings von einer Art Kriegskabinett, dem Corona-Kabinett, regiert werden. Und dann bemüht Alexander Gauland auch noch einen irritierenden Vergleich. Auch im Straßenverkehr gäbe es immer wieder Unfälle mit Toten. Trotzdem verbiete ihn niemand. Herr Gauland, ich fand das jetzt so ein bisschen komisch. Ne? Ich meine, Sie sagen, Leben ist nicht so wichtig. Erzählen Sie das mal jemand, der gerade seinen nahen Angehörigen versucht. Erzählen Sie das mal jemand, der gerade seinen nahen Angehörigen verloren hat. Die SPD verteidigt die Maßnahmen von Bund und Ländern, plädiert aber für mehr Beteiligung des Parlaments in Corona-Zeiten. Selbst in unsicheren Zeiten ist der Reflex zum Durchregieren keine Alternative zum mühsamen Konsensprozess. Die FDP bringt eigens einen Antrag ein, damit das Parlament in der Corona-Bekämpfung mehr Mitsprache bekommt. Frau Merkel, Sie haben gesagt, Debatte stärke die Demokratie. Das ist richtig. Dafür muss die Debatte aber vor der Entscheidung stattfinden und der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein. Zuspruch dafür auch von ungewohnter Seite. Nun möchte ich was zum vorliegenden Antrag der FDP sagen, der überraschend gut ist. Das ist ja nicht selbstverständlich bei Ihnen und meine Fraktion wird ihn deswegen auch unterstützen. Eine Bundestagsdebatte nicht ohne verbale Entgleisungen. Die Corona-Pandemie auch eine Herausforderung für die demokratischen Prozesse. Oliver Köhr, stellvertretender Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios. Dass im Bundestag gestritten, auch heftig gestritten wird, das gehört ja dazu. Aber inwieweit war das heute eine neue Stufe? Vieles davon darf man getrost als gezielte Provokation verbuchen. Zum Beispiel die lauten Zwischenrufe bei Merkels Regierungserklärung praktisch ab der zweiten Minute. Aber auch Begriffe wie Corona-Diktatur und Kriegspropaganda, das soll provozieren. Merkel und Parlamentspräsident Schäuble haben sich nicht provozieren lassen. Schäuble hat die AfD sogar kurz und knapp zurechtgewiesen. Aber die AfD trifft damit natürlich eine Stimmung, die es auch gibt in der Bevölkerung. Viele Menschen
Ihnen sind einverstanden mit den Einschränkungen, können Sie nachvollziehen, finden Sie angemessen, aber eben längst nicht alle. Und diesen Menschen müsste die Kanzlerin plausibel erklären, warum zum Beispiel Restaurants mit funktionierendem Hygienekonzept zwingend geschlossen werden müssen, warum Gottesdienste erlaubt bleiben, aber Fußballtraining unter freiem Himmel eben nicht. Das rechtfertigt diese Verbalattacken nicht, aber sie sind eben Teil einer gezielten Provokation. Eine große Kritik, die ja auch kommt, das Kabinett und die Regierungschefs, die würden die Parlamente bei den Corona-Maßnahmen nicht einbeziehen. Wird die denn gehört in der Regierung? Die war heute kaum zu überhören, diese Kritik. Und sie kam auch nicht nur von der Opposition, sondern zum Beispiel auch von SPD-Fraktionschef Mützenich. Der sagt, ja, das Parlament muss da besser einbezogen werden. Er hat allen, wie er sagt, demokratischen Fraktionen angeboten, darüber zu sprechen, wie das gelingen kann. Hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass wenn die Kanzlerin mit Ministerpräsidentin eine neue Einschränkung beschließt, dass das in vielen Fällen unter dem Vorbehalt, dass das Parlament eben auch zustimmt, geschieht. Unionsfraktionschef Brinkhaus ist darauf gar nicht so richtig eingegangen in seiner Rede. Ihm war wichtiger zu sagen, dass der Bundestag in vielen Fragen überhaupt gar nicht zuständig ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viele Menschen aus wie vielen Haushalten sich treffen dürfen, dann sei das eine Sache der Exekutive. Insofern ist das heute gesagt und gehört worden. Aber ob da sich in dieser Pandemie noch etwas ändert, das ist zumindest fraglich. Oliver Körr, vielen Dank für die Einschätzungen nach Berlin. Gerne. Was die Politik da gestern beschlossen und heute im Bundestag diskutiert hat, das war auch aus Sicht der Kulturschaffenden kein schönes Theater, das war geradezu eine Tragödie. Heute bekräftigten Wirtschafts- und Finanzminister, man werde nicht kleckern, sondern klotzen bei den Finanzhilfen. Und allen Unternehmen und Solo-Selbstständigen, die jetzt im November den Laden dicht machen müssen, bis zu 3/4 des Umsatzes des vergangenen Novembers erstatten. Und trotzdem fragen sich Schauspieler, Musiker, Kinobesitzer und all diejenigen, die im Dunkel des Bühnenhintergrunds wirken, jetzt wie sie durch den Winter kommen sollen, da sich am Montag ganz buchstäblich der Vorhang senken wird. Tina von Löhneisen. In dieser Wohnung sind 7 Frauen. Und diese 7 Frauen sind nicht einfach Frauen, sondern die sind Tätowiererinnen. Eine Redaktionssitzung der Helmi News. Hey, und die Helmi News haben das rausbekommen. Es geht um die Zeitung der Zukunft. Seltsam, analog und herrlich verrückt. Eine Ausstellung mit Performance erdacht vom Puppenspielkollektiv Das Helmi. Doch jetzt ist am Montag schon wieder Schluss mit Theater. Natürlich muss jeder jetzt gucken, wie man durchkommt. Einige werden natürlich auch andere Jobs annehmen oder kurzfristig Hartz IV beantragen. Das gibt es auch. Ist aber letztendlich natürlich eine sehr diffuse und sehr schwierige Zeit, ja. Der Musiker Jakob Dobers ist für diese Produktion mit dabei. Er hat gerade seine erste Soloplatte veröffentlicht. Die Tour war fürs Frühjahr geplant. Wegen Corona verschob er sie auf November. Jetzt fällt sie wieder ins Wasser. Es ist eigentlich ziemlich frustrierend, wird nur dadurch ein bisschen gemindert, dass es allen so geht, die ich kenne. Also es ist so, dadurch ist es, fühlt man sich so etwas Größerem ausgeliefert. Aber es ist natürlich total frustrierend, klar. Die Heimatbühne der Helmis ist das Ballhaus Ost. Spielort im Prenzlauer Berg für die unterschiedlichsten freien Gruppen. Dass jetzt wieder Corona-Gelder fließen sollen, weiß man zu schätzen. Doch der Vorschlag, sich am Umsatz vom November des Vorjahres zu orientieren, gehe an der Lebensrealität von Künstlern vorbei. Der November ist ein grauer Monat, ne? So, wer weiß, was du letztes Jahr im November verdient hast und wie viel dann jetzt 75% davon sind. Also die meisten Künstlerinnen und Künstler, die haben ja nicht ein stetiges Monatseinkommen, sondern dann irgendwie in dem einen Monat viel mehr, weil sie da ihr Projekt realisiert haben. Das trägt sie dann vielleicht auch über die nächsten 3 Monate. Und wenn man Pech hat, war halt genau der November der Monat, über den man rübergetragen wurde. Es gehe um viele Existenzen, auch von Menschen hinter den Kulissen und um die Wertschätzung der Kultur insgesamt. Das wird irgendwie alles vergessen. Es wird so getan, als ob wir so die Kasper der Nation sind. Und das sind wir nicht. Wir spielen eine sehr wichtige Rolle. Und das ist echt schade, dass das irgendwie von der Politik nicht so richtig anerkannt wird. Am Montag haben die Schaumstoffpuppen aus der Helmi News Redaktion erst einmal ausgedient. Es wird ein grauer November.
Hell no, DNC, we won't vote for Hillary. Verdammt nochmal, wir werden Hillary nicht wählen, riefen sie auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten vor 4 Jahren. Vor allem junge, aufgebrachte Vertreterinnen und Vertreter der Partei demonstrierten damals gegen Hillary Clinton als ihre Kandidatin. Sie hätten sich lieber Bernie Sanders und seine progressiven Forderungen gewünscht. Dass viele dann lieber gar nicht wählten, wo doch so schon traditionell die Wahlbeteiligung von Jungwählern in den USA eher niedrig ist, war dann einer der Gründe für Donald Trumps Wahlsieg. Doch dieses Mal, so Jan Koch aus New York, scheint die Wahlmüdigkeit bei jungen Amerikanerinnen und Amerikanern verflogen zu sein. Es geht auch um ihre Zukunft. Daher ist sie froh. Gerade noch rechtzeitig ist die New Yorkerin Ella Ruther 18 geworden. Sie darf das erste Mal ihre Stimme abgeben, steht dafür 4 Stunden lang an. Direkt bei meiner ersten Wahl ist es eine so bedeutende Wahl. Sie wird klar entscheiden, wohin das Land steuern wird. Das ist schon nervenaufreibend. Ich bin echt aufgeregt, dass ich mitwählen kann. Junge Amerikaner wie Ella gelten normalerweise als Wahlmuffel. Doch bei den Frühwahlen zeigt sich schon jetzt, dieses Mal ist es anders. Eine Woche vor dem eigentlichen Wahltag haben im gesamten Land durchschnittlich gut 20% mehr der unter 30-Jährigen ihre Stimme abgegeben als 2016. Im hart umkämpften Staat Florida sind es sogar 30% mehr. Ein paar Blocks entfernt steht Ellas gute Freundin Emma an. Die New Yorkerin wusste schon lange, sobald ich 18 bin, werde ich wählen gehen. Wir jungen Leute wachsen in dieser Welt noch auf. Wir müssen damit klarkommen. Trump kümmert sich um nichts. Biden versteht zumindest etwas und kümmert sich zum Beispiel um Zukunftsfragen wie die Klimakrise, die unsere Welt zerstören kann. Eine Motivation, Zukunftsangst. Bleibt die Wirtschaft stark, gibt es Arbeit. Alles dominiert von einem Thema, erklären Politikwissenschaftler. Corona hat ihr Leben fundamental unterbrochen. Wenn nicht ihr Leben, dann das von ihren Geschwistern oder Freunden. Jeder Haushalt mit Schulkindern hier war davon elementar betroffen. Dadurch wurde ihnen dramatisch klar, wie wichtig für ihr Land eine klar strukturierte und starke Regierung ist. Seine Analyse: Erst- und Jungwähler tendieren stärker zu Biden als zu Trump. Doch sie gibt es auch. Trump-Fans, die Young Republicans of New York. Wir treffen sie in ihrem Clubhaus in Manhattan. Auch hier Sorge um die Zukunft, eine Zukunft ohne Trump. Trump hat die republikanische Partei neu erfunden und so verbessert. Er hat diejenigen erreicht, die normalerweise die demokratische Partei wählen. Fabrikarbeiter, die ohne Uni-Abschluss, die Arbeiterklasse. Wir wollen dieses amerikanische Ideal erhalten, dass jeder in der Lage ist, seinen eigenen amerikanischen Traum zu leben. Das ist das, was durch linke Politik in Gefahr gebracht wird. Klar, auch unter Jungwählern herrscht der Kampf zwischen rechts und links. Der Kampf um die bessere Idee, um die bessere Zukunft. Fest steht, gut ein Viertel der Wahlberechtigten ist unter 30. Daher weiß nicht nur Ella, eine hohe Wahlbeteiligung von Jungwählern kann entscheidend sein. Die Staats- und Regierungschefs der EU, sie haben heute Abend über eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die zweite Corona-Welle beraten. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer. Bei den Beratungen ging es unter anderem um unterschiedliche Test- und Impfstrategien und um die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. EU-Ratspräsident Michel betonte nach der Videokonferenz, sobald ein Impfstoff zur Verfügung stehe, werde dieser fair unter allen EU-Mitgliedstaaten verteilt. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs virtuell, denn das Sitzungsthema, die sich zuspitzende Corona-Lage, lässt einen persönlichen Austausch nicht zu. Die 27 auf der Suche nach Strategien im Kampf gegen Corona. Der Druck, sich besser abzusprechen, steigt. Um etwa die Grenzen weiterhin offen zu halten, elementar für den Schengen-Raum. Dafür bräuchte man einheitliche Test- und Quarantäneregeln. EU-weite Schnelltests, die nach 15 Minuten ein Ergebnis liefern, könnten helfen. Einheitliche Test- und Nachverfolgungsmöglichkeiten sind der Schlüssel, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Situation besser kontrollieren zu können. Bei der Beschaffung und Verteilung von Medizinprodukten funktioniert die Koordination mittlerweile besser. In Tschechien liefert die Feuerwehr etwa Beatmungsgeräte an Krankenhäuser aus, beschafft über den EU-Katastrophenfonds.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober saisonbedingt zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Oktober 2.760.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 87.000 weniger als im September, aber 556.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6%. Nach dem gestrigen Kursrutsch kehrte an der Börse heute wieder etwas Ruhe ein. Stabilisierend wirkten neue Zahlen zur Wirtschaftsleistung. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Anleger beginnen den neuerlichen Lockdown als das zu begreifen, was er ist. Ein teilweises Herunterfahren der deutschen Wirtschaft. Dass der Staat die Ausfälle der betroffenen Branchen kompensieren will, wird positiv gesehen. Laut Prognose der Deutschen Bank dürfte die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal im Zuge des November-Lockdowns um mindestens 0,5% schrumpfen. Am Arbeitsmarkt droht laut Bundesagentur für Arbeit zwar eine November-Delle, jedoch kein Zusammenbruch. Eben weil nur ein Teil der Wirtschaft eingefroren wird, zudem positiv wirke, dass sich der Arbeitsmarkt zuvor erholt habe. Problematischer die Lage in EU-Ländern wie Frankreich, die in den Komplett-Lockdown gehen. Die EZB kündigte heute neue Unterstützungsmaßnahmen für die europäische Wirtschaft an, wohl schon im Dezember. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, will sich nicht wieder zur Wahl stellen. Damit wird es im kommenden Jahr einen Führungswechsel an der Spitze der Evangelischen Kirche geben. Es sei Zeit für neue Impulse, sagte der 60-Jährige heute dem Bayerischen Rundfunk. Bedford Strom ist seit 6 Jahren EKD-Ratsvorsitzender und bleibt noch bis 2023 Landesbischof in Bayern. In der Fußball-Europa League hat Hoffenheim am Abend in Gent mit 4:1 gewonnen. Zur Stunde spielt noch Leverkusen bei Slavia Prag. Das waren weitere Nachrichten im Überblick. Und hier geht's weiter mit Ingo Zamperoni. Vielen Dank, Jan. Es sind keine leichten Zeiten für die Kirchen. Auch ohne Corona bleiben Stuhlreihen oft leer. Das ist in ganz Deutschland so und auch in Krefeld im Stadtteil Gartenstadt, wo in unsere heutige Mittendrin-Reportage führt. Hier entstand nach dem Zweiten Weltkrieg auf einem ehemaligen Flugplatz eine Siedlung, in der vor allem protestantische Vertriebene eine neue Heimat fanden. Am ansonsten katholisch geprägten Niederrhein. Da man nun wegen der vielen Austritte nicht mehr so viel Platz braucht, haben beide Konfessionen aus 2 1 gemacht und leben jetzt in einer Kirche zusammen. Marion Kersold über eine bestens funktionierende Ökumene. Der Bagger macht kurzen Prozess. Von der alten Lukaskirche ist kaum noch was übrig. 60 Jahre hat die evangelische Kirche in Krefeld-Gartenstadt gestanden. Für Pfarrer Christoph Tebbe ein Anblick, der ihn traurig macht. Ich bin auch wehmütig, klar. Hier hat das Gemeindeleben stattgefunden. Viel Leben, gemeinsames Leben, Ort unserer Gottesdienste, doch, das ist auch mit Wehmut verbunden. Wenn die Kirche dann nicht mehr steht, dann wird man auch nicht mehr immer wieder dran erinnert. Das finde ich ganz gut. Nur 500 Meter weiter steht die katholische Piuskirche. Seit Jahrzehnten arbeiten beide Gemeinden hier gut zusammen. Als die katholische Kirche zum Beispiel Ende der 60er noch im Bau war, haben einfach die Protestanten für sie zum Gottesdienst geläutet. Wegen sinkender Mitgliederzahlen hatte vor 3 Jahren eine Protestantin die Idee, lasst uns doch mit den Katholiken zusammenziehen. Eine Kirche gemeinsam nutzen. Das kam an. Anfang September sind die Protestanten umgezogen. In die Pius-Lukas-Kirche, wie sie jetzt heißt. Das ist genau das, was mich auch so ein bisschen getröstet hat, dass wir die andere Kirche aufgeben müssen. Weil das Zusammengehen, das gemeinsame irgendwas machen, das finde ich einfach super. Ne? Das ist gut. Das, ja, und das hat ja hier auch schon wirklich Tradition. Genau, 50 Jahre. Und die Überlegungen waren ja auch da, dass die katholische Kirche in die Lukaskirche einzieht. Aber die ist eben zu klein für die vielen Gruppen. Die Kirche gehört zwar weiter den Katholiken, aber beide haben einen Nutzungsvertrag geschlossen. Die Kosten teilen sie sich entsprechend der Gemeindegröße. 2 Drittel zahlen die Katholiken, 1 Drittel die Protestanten. Für den Einzug in die Kirche ist etwas umgebaut worden. Dieser Tabernakel der Katholiken wurde versetzt, eine Wandplakette abgenommen. Die Protestanten haben unter anderem ihr Kreuz, ihren Altar und eine der ehemaligen Glocken mitgebracht. Pfarrer Christoph Zettner von der katholischen Gemeinde findet die Kirche nach dem Umbau sogar schöner. Also war es für uns eine Win-Win-Situation, was ja ohnehin eine ist. Also
Ich war im September in Urlaub, als ich aus dem Urlaub zurückkomme. Das ist ja immer so ein Gradmesser, denke ich. Dann habe ich mich richtig gefreut. Ach, jetzt kommt auch was. Wir sind ja jetzt zusammen. Also es war schön, muss ich sagen. Allein das Gefühl, jetzt nochmal mit denen auch zusammen zu sein, die wir ja ohnehin kennen und mit denen wir auch schon guten Kontakt haben. Einmal pro Monat trifft sich ein Kirchenbeirat mit beiden Pfarrern und Mitgliedern aus den Gemeinden, um alltägliche Fragen und mögliche Probleme zu klären. Und es gibt monatlich, samstags, einen ökumenischen Gottesdienst. Als Angebot mit viel Musik fand der vorher schon in der evangelischen Kirche statt. Nun kommen aber dreimal mehr Besucher. So was gab es bisher hier nicht. Und das ist ja auch die Idee, voneinander zu profitieren. Jeder hat seins und wenn wir es zusammen tun, haben wir einfach viel, viel mehr. Die Zusammenarbeit von Protestanten und Katholiken in Krefeld-Gartenstadt funktioniert sie. Sie könnte sogar ein Vorbild sein für andere Gemeinden. Wir haben auch schon Anfragen von anderen Gemeinden bekommen. Wie macht ihr das? Wie sieht euer Vertrag aus? Genauso haben wir uns ja vorher schon informiert in anderen Bistümern, die ähnliche Wege gegangen sind und da Impulse bekommen haben. Also von daher denke ich auch, dass wir dann vielleicht anderen auch wiederum Impulse geben und sie auf den Weg bringen. Ich denke, es muss einfach sein. Wir sind einfach Christen und wir sind alle Christen. Da ist es mir egal, ob ich evangelisch oder katholisch bin. Hier bildet sich eine neue Form von Gemeinschaft. Die alte Lukaskirche muss dafür allerdings weichen, was einige in der Gemeinde auch bedauern. Es wird ja was Neues errichtet und was Sinnvolles Neues. Und das finde ich ist eine gute Perspektive. Dort, wo die Lukaskirche einmal stand, werden nun Seniorenwohnungen der evangelischen Altenhilfe gebaut. Welcher Konfession auch immer man anhängt, der Himmel ist für alle gleich, oder Sven? Amen. Ja, genau, Ingo, das stimmt. Vollständig natürlich. Und deswegen ist der Blick zum Himmel auch für alle irgendwie oft zumindest ein Vergnügen, wenn man heute dahin guckt. Dann kriegt man allerdings einiges in Sachen Wasser ab. Wir wollen direkt als erstes mal auf unseren Strömungsfilm gucken, um die Tiefdrucktätigkeit hier im Atlantik einzuordnen. Hier ist Island, hier sind die britischen Inseln, hier sind wir zu finden. Und je häufiger diese Pfeile hier gelblich, orange oder rötlich gefärbt sind, desto stärker ist die Windgeschwindigkeit. Und das hier, das ist der Ex-Hurricane Epsilon, der sich bemerkbar macht. Hier, Sie sehen das hinter mir positioniert, den Sonntag, den Zeitpunkt, da wird er dann dort liegen. Und das bedeutet, durch diese Orkanböen, die hier möglich sind, ordentliche Wellen, also richtige Wellenberge, die können dann 10, 12 Meter hoch sein. Also da ist es wahnsinnig unruhig und wir auf der Vorderseite kriegen warme Luft ab. Schauen Sie mal auf den 15-Tage-Trend für München. Da geht es hier insbesondere zum 2. November einen richtigen Peak nach oben. 20, 21, vielleicht 22 Grad hier in den Unsicherheiten. Und deswegen haben wir mal nachgeguckt in der Vergangenheit, was hatten wir denn da schon mal? Und das war schon ganz schön warm in München. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. 1. November 1968, da hatten wir 24,2 Grad. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber wir kommen tatsächlich in vielen Regionen dann über die 20 Grad. Im Moment ist allerdings eher der Regen das Thema. Unser Film zeigt sehr schön, wie sich dieses Regengebiet, die Warmfront, die wärmere Luft bringt, jetzt nach Osten weiterbegibt. Von Westen wird es dann zunehmend trocken sein. Und wir werden auch erleben, dass morgen im Tagesverlauf hier Richtung Südschwarzwald, Hotzenwald, Hochrhein, Bodensee, dann das Gewölk mehr und mehr durchlöchert wird. Später zum Abend dann auch Richtung Saarland und Rheinland-Pfalz und im nördlichen Baden-Württemberg. Die Temperaturen morgen früh in der Osthälfte meistens 6 bis 10 Grad. Im Westen klettert es noch weiter, das Thermometer. Also noch 1, 2 Grad mehr als jetzt hat es morgen früh. 11 bis 14 Grad, am Nachmittag im Südwesten 16, 17, für die meisten 13 bis 15. Und wenn wir auf die Aussichten schauen, dann gibt es einen Samstag in mittleren Höhenlagen hier im Süden durchaus bis 18 Grad. Gilt auch für den Westen. Wenn es Dauernebel gibt im Süden, und da gibt es einige Chancen für, dass der bestehen bleibt, dann haben wir dort nur 9. Und am Sonntag, 1. November, wieder häufiger Regen. Nur im Süden bleibt es weiterhin, jetzt hätte ich Ingo fast gesagt, sommerlich, aber zumindest irgendwie Frühlingsnovember mit 17 Grad. Alles klar, vielen Dank für diese Aussichten, Sven. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire von Extra 3. Um 0.20 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann begrüßt Pina Atala Sie an dieser Stelle. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.